Im vierten Spiel unter Heiko Vogel verliert der FCB das vierte Mal. Das Mal gegen den Aufsteiger Lausanne Sport, zum zweiten Mal insgesamt in dieser Saison. Und jetzt hat der FCB schon 5 Punkte Rückstand auf der 11. Platz. Oli Gutz, du bist gestern auch am Match gesehen bei dieser Niederlage und man hat dem FCB echt die Verunsicherung von Anfang an angesehen. Ja, er hat ein anderes System gespielt, zwar mit einem gewohnten 4-4-2, aber mit personell leichteren Duschen. Es hat beispielsweise vom linken Flügel mit dem Anton Kade eingespielt, der vorher im 6. Meisterschaftsspiel 0 Minuten bekommen hat. Der Veiga hat mit Innenverteidiger spielen, oder ist die Lösung in der Innenverteidigung, weil der Finn van Bremen unter der Woche krank war und der Arnaud Gomas ja verletzt fehlt. Und das hat nicht dazu geführt, dass die Mannschaft dann mehr zu sich gefunden hat als in diesen Spielen vorher, die ja auch schon nicht gut waren. Respektive der David Tag hat es ja in der Pause als wir bezeichnet, die erste halbe Stunde. Und so habe ich die auch wahrgenommen. Ja. Und nachher hat es bessere Phasen gegeben als das, was am Anfang war. Aber insgesamt ist es halt abermals klar zu wenig, um irgendwie zu einem Punkt zu kommen in Lausanne. Also der klar schlechteste Match war sicher gegen Lausanne Uschi. Aber dann nach dem IB-Match habe ich auch das Gefühl, jetzt wird es eigentlich von Woche zu Woche wieder schlechter. Wie siehst du das? Es wird einfach auch immer schwieriger, weil das Erfolgserlebnis ausbleibt. Man hat den Timo Schulz entlassen, weil man gewisse Gründe gesehen hat. Und nachher war man auch überzeugt, dass man nach ein, zwei Matchen dann je nachdem den Turnaround schafft, die Mannschaft wieder auf Kurs bringt, weil man überzeugt ist von der Qualität dieser Mannschaft. Vor allem der Heiko Vogel, der ja zum grössten Teil die Mannschaft zusammengestellt hat, war überzeugt. Und jetzt steht man hier mit 4 Matchen, 0 Punkte, 0 Goal und 10 Gegengoal. Da ringt man natürlich nach Erklärungen und es ist schwierig, das rational zu erklären. Das Resultat ist da und das ist brutal hart für den FCB, aber das ist die Realität. Die Realität ist eben, wir haben den Goal angesprochen, im Spielmonat Oktober vom FCB kein einziges Pflichtspielgoal. Das hat es, glaube ich, also nicht gerade so gegeben. Ich habe es noch nicht recherchiert, aber ja. Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, wir wüssten es, wenn es das schon mal gegeben hat. Aber es ist auch noch nie der Wettbewerb ausgefallen. Ich weiss jetzt nicht, ob es ein Tor führen mit dem Tor des Monats. Nein, die Bilanz ist vernichtend. Sie kommt nicht aus dem Nichts. Also vorher 5 Punkte aus, wie viel Spielen es war? 7 müsste es gewesen sein. Ist ja auch schon nicht gut gewesen. Also ist ja nicht so, dass man Timo Schulz entlassen hat und es eigentlich noch so okay gelaufen wäre, oder? Aber es ist jetzt einfach schlechter geworden, ganz klar. Und der Heiko Vogel scheint die Schlüssel, die man ja gesagt hat, hat der Timo Schulz nicht in der Hand. Die scheint er jetzt im zweiten, respektive insgesamt ist er so der dritte Anlauf als FCB-Trainer, aber zum zweiten, seit er zurückgekommen ist, scheint er die nicht mehr zu finden. Wir haben es angesprochen, Gegengoal 8, 9 und 10 gestern gegen Lausanne Sport. Und darum hat sich unser Taktikfuchs, der Matthias Mäder, mal defensiv wieder vorknüpft. Spieler haben nach dem gestrigen Spiel gegen Lausanne wieder betont, dass die Trainingswoche gut war, dass man gut trainiert hat. Bei mir stellen sich aber nach dem gestrigen Spiel einige Fragezeichen. Der FCB hat gestern in einem 4-4-2 flach gespielt. Der Vorteil des 4-4-2 ist, dass man eigentlich mit zwei zentralen Innenverteidigern, zwei zentralen Mittelfeldspielern und der Doppelspitze 6 Spieler vor dem eigenen Goal hat. Zusätzlich haben wir 3 Linien, die 4 Kettis, 4 Mittelfeld und die Doppelspitze. Das heisst, man ist stetig kompakt. Das ist gestern aber beim FC Basel nicht passiert. Man ist zu weit auseinandergestanden. Die Distanzen haben für mich in diesem Spiel nicht gestimmt. In der ersten Szene sehen wir, wie der FCB das Angriffspressing mit einem langen Ball von Dominik Schmid überspielt. Und jetzt der Augustin, schaut mal an, er hat eigentlich keine Chance auf den Ball. Müsste jetzt den Ball in seinen Rücken antizipieren und den zentralen Spieler zumachen. Auch die beiden zentralen Spieler, der Thauland Chaka und der Sigwa, sind hier zweiten weg. Der Thauland Chaka steht im Zweikampf und im Duell, aber wenn der oben schaut, der Sigwa, muss das jetzt antizipieren und sehen, dass vor dem Strafraum beim FCB ein freier Lausanne-Spieler ist und der Ball kommt wieder genau dort hin.
Die Szene ist sinnbildlich für das Spiel gestern im zentralen Mittelfeld im 4-4-2. Schaut mal, wie das zentrale Mittelfeld vom FCB nicht besetzt ist. Lausanne kann den Ball ohne Druck annehmen. Der Sigua ist in der Doppelspitze mit dem Jovanovic und der Xhaka an dieser Szene zu tief. Steht man hoch, steht man tief, da macht man beides und dann sieht man, dass die Distanzen viel zu gross auseinander sind. Und auch in der nächsten Szene sehen wir, dass das zentrale Mittelfeld trotz Systemumstellung in der Pause viel zu weit auseinander ist. Der Lausanne-Goalie hat dort die Möglichkeit, einen Flachpass von etwa 40 Metern ins Zentrum hineinspielen. Der Demir und der Xhaka sind bei keinem Gegenspieler und die Position 6 vor der Abwehr beim FCB ist aufgelöst und so natürlich optimal für Lausanne, einen weiteren Gegenangriff zu starten. All die Szenen, die wir jetzt gesehen haben, da ist für mich nicht die Frage, ob die Trainingswoche gut oder schlecht war. Der Heiko Vogel hat sich für ein 4-4-2 entschieden. Für mich ist das absolut die richtige Entscheidung. Weil man im 4-4-2 zurück in die Grundbasis geht und versucht, Tugend auf den Platz zu kriegen. Umso erstaunlicher ist es für mich, dass man nicht einmal in diesem System Kompaktheit auf den Platz gebracht hat. Ja, Jäger, der Matthias Mäder hat es gerade angesprochen, es ist ein bisschen Grundformation, das 4-4-2, und trotzdem hat es viele grundlegende Fehler drin gehabt. Auch wegen Verunsicherung vor allem. Ich denke, das hat mit der Verunsicherung zu tun. Vor allem, wenn die Abstände relativ gross sind in einem Spiel, dann hat das damit zu tun, dass der Spieler zu wenig schnell agiert. Und wenn man da schon noch 2 Sekunden oder 3 Sekunden sich nicht an das haltet, was vorgegeben wird, dann fehlen eben die paar Meter und dann ist man immer zu spät. Ich denke durchaus, dass es ein mentales Problem ist, weil der Spieler sich vielleicht vor dem Spiel mit anderen Sachen beschäftigen. Ich denke, die ganze Mannschaft spürt den Druck und ich denke, sie merken auch, dass der Trainer ein bisschen unter Druck ist. Auch wenn immer wieder erwähnt wird, dass gut trainiert wird unter der Woche. Am Wochenende muss man das abrufen können. Und Fakt ist, dass die Mannschaft nicht das abrufen kann, was ihnen der Heiko Vogel probiert zu übermitteln. Und eben, da kann man noch so gut trainieren, wenn man auf dem Platz das Resultat einfach schlecht ist. Man hat jetzt die 4 Matches, 4 Niederlagen, kein einziges Goal geschossen. Also eigentlich ist es ja fast unverständlich, dass man jetzt noch Heiko Vogel hat, oder wie siehst du das? Ja, also wenn du einfach nur die Bilanz anschaust, ist der Fall klar. Ich glaube, es geht jetzt auch nicht darum, irgendwie aus taktischen Gründen das Gefühl haben, wir können jetzt den Heiko Vogel nicht ganz entlassen, sage ich jetzt mal, weil man ihn ja schon anders jetzt im Club inne hat, als ursprünglich gedacht. Sondern es ist halt auch die Frage, was kommt nachher? Und ich weiss nicht, ob sie dort die Antwort schon wirklich gefunden haben darauf. Weil der Zustand, wo die Mann, natürlich sagen wir, wenn man jetzt den Trainer entlässt, und das kann alles noch passieren, während wir hier reden, sagt man, dann gibt es einen Impuls, oder? Wie man sich ja auch versprochen hat, wo man der Timo Schulz entlassen hat. Aber so wie die Mannschaft zuletzt auftreten, ist die Frage, wie viel Impuls kann ein Trainer überhaupt geben? Kann er genug geben, um die Mannschaft aufzurichten? Irgendwann muss man die Karten wieder spielen, das ist klar. Der Heiko Vogel darf wie jeder andere Trainer auch in dieser Situation nicht einfach eine Niederlage an die andere Reihe. Und der Moment wäre jetzt okay da. Also, das Problem ist vielleicht das Programm. Man hat jetzt gerade Göpp am Mittwoch, nachher wieder Meisterschaft. Aber auch das könnte man interimistisch lösen, wenn man die neue Lösung nicht parat hat. Und von dort her, ich glaube, es gibt jetzt niemanden, der sagt, es wäre ein Fehler, wenn sie diesen Schritt machen. Aber sie müssen natürlich auch wissen, sie könnten, wie manchmal kannst du den Trainer wechseln in der Saison. Also verbrennst du dann gerade den Nächsten. Das ist wahrscheinlich ein das Problem. Sie wollen jetzt das Richtige machen, weil sie auch wissen, also Abstieg ist ein Thema, oder so wie das läuft. Wie siehst du aus, noch am Heiko, dass man noch momentan noch am Heiko hat? Ja, das ist sehr schwierig. Das ist sehr schwierig für den Trainer. Es ist auch schwierig für den Heiko Vogel, die Mannschaft zu übernehmen, nachdem er da war, wo der Timo Schulz ausgewählt hatte, ihn dann nachher mit dem Gremium entlassen hat und selber wieder an die Linie geht. Da hat er sich unheimlich viel auf die Schultern genommen, denke ich. Und er hat dann nachher nicht das abliefern können, was er sich erhofft hat, was er von sich selber sehr wahrscheinlich sich erhofft hat. Und dementsprechend wird er natürlich der Erste sein, der sehr enttäuscht ist. Man darf aber nicht vergessen, dass der FCB eine Ausrichtung hat, seitdem der David Degen den Club übernommen hat. Man hat in der ersten Saison ein paar sehr gute Transfers machen können. Man hat mit der Conference League
einiges erreicht. Man hat die Spieler mit einem grösseren Mehrwert können verkaufen. Das ist sehr aufgegangen. Und ich glaube, man hat irgendwie sich von dem ein bisschen blenden lassen, ist sehr schlecht vorbereitet in die neue Saison. Und ich glaube, die Leute, die dort die sportliche Verantwortung haben, haben es einfach unterschätzt, dass man so viele Spieler auf einmal ersetzen muss, die so gut waren. Das geht nicht einfach von heute auf morgen. Und die Situation hat man einfach unterschätzt. Und was noch dazu kommt, dass man viel zu lange zugeschaut hat und gemeint hat, man macht alles richtig. Das sogenannte Schönreden, das nicht nur wir erwähnen, sondern auch die Medien immer wieder ansprechen. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, aber die Entwicklung geht ganz nebeneinander stehen. Das muss man irgendwann mal durchbrechen und viel früher noch. Man muss sagen, das ist jetzt nicht gut gewesen. Und jetzt muss man den Hebel am richtigen Ort ansetzen. Und ich habe das Gefühl, das ist immer noch nicht der Fall. Ich habe ein Interview gehört von Dominik Schmidt, der sagt, ja, wir trainieren super unter der Woche. Ja, wir trainieren super unter der Woche und du spielst ja so. Ich war selber Spieler. Wenn ich unter der Woche gut trainiere, dann spiele ich zu 99% gut. Wenn ich nicht gut trainiere, dann spiele ich eher nicht so gut. Und wahrscheinlich haben wir auch schon mal gut gespielt, wenn wir nicht so gut trainiert haben, oder? Ja, aber das ist dann einmal vorgekommen. Das ist eine Ausnahme. Aber grundsätzlich, wenn du Woche für Woche gut trainierst, einen klaren Plan hast, die Unterstützung hast vom gesamten Club, dann geht es in eine Richtung. Und jetzt geht es in eine Richtung, die nicht gut ist. Ich glaube nicht, dass man unter dem Timo Schulz immer noch schlecht trainiert hat und jetzt unter dem Heiko Vogel gut. Also, ich denke, man muss oft Probleme erkennen. Die Probleme, die können aber nur die Leute erkennen, die noch dran sind. Der FCB hat jetzt eine neue technische Kommission mit kompetenten Personen. Und die sollen jetzt entscheiden, in welche Richtung es geht. Ich denke, es ist nicht 5 vor 12, Joli, du hast das gesagt, es ist 5 ab 12. Und jetzt muss man entscheiden. Über die Kommission reden wir auch gerade noch. Du hast vorher gesagt, sie sollen schön reden. Wie siehst du das? Siehst du das ähnlich? Es kommt manchmal darauf an, wer redet, habe ich das Gefühl. Also es hat natürlich eine Phase gegeben, wo man gesagt hat, ja, jetzt ist die Mannschaft zusammen, die sind alle super, jetzt so leicht überspitzt formuliert und jetzt kommen wir, oder? Und da hat man sich natürlich gewaltig getauscht, wir kennen das Resultat inzwischen. Und wahrscheinlich haben wir dort schon kritischer sein müssen, sagen, schlecht gestartet, haben wir uns nicht so vorgestellt und es wird schwierig, weil wir erst jetzt Mannschaft haben. Das haben wir nicht so antizipiert, wie nötig gewesen wäre. Und im Moment habe ich schon das Gefühl, also wenn man Fabi Frey zum Beispiel zulässt, dann redet der nicht schön. Also, der hat übrigens gesagt, 5 ab 12, ich glaube, gestern. Und ist also konsterniert auch nach so einem Match. Also dem geht das schon nahe, oder? Ich glaube, bei einem Tauli ist das nicht anders, auch wenn der sich vielleicht ein anders ausdrückt als ein Fabi. Die Frage ist, wie sieht das bei einem Vega, bei all den Neuen, die ja nicht aus dieser Liga kommen, die nicht irgendeine Verbindung zum FCB haben, auch nicht. Die wissen ja, die sind international noch recht erfolgreich für einen Schweizer Club, aber that's it, oder? Dort ist die Frage, oder? Haben die den Ernst von der Lage erkannt? Ich glaube, wenn das nicht der hinterste und der letzte begreift, dann bleibt es schwierig, oder? Ich meine, es wird eh noch schwierig bleiben, so schnell ist man da nicht raus, auch dann, wenn man tritt fast, oder? Da kann man sich in so einer Situation, die Spiele sind eh die meisten jung, kann man sich auch fragen, wieso nimmt man wie Anfang der Saison Aftulau, der nicht schlecht spielt, oder C. Junior auf für einen Match. Die wissen wenigstens, was es heisst, für Roblet spielen. Ist auch eine Variante, ja. Ob das dann aber besser kommt, werden wir auch erst sehen, wenn sie es machen. Oder? Ich meine, man muss schon eins sehen, wir sind jetzt in einer Situation, wie der Massi sie vielleicht noch so halbwegs kennt aus seiner eigenen Zeit. Aber eigentlich ist das so weit weg. Oder? Alle, die jetzt in der Verantwortung sind, haben das nie erlebt. Die das medial begleiten, haben das zu 99% auch nie erlebt. Ich inklusive. Also ich weiss zwar noch, wo der FCB Nazi B war. Ich mag mich an Jörg Berger, dann, als er in der Abstiegsrunde das Kriens-Spiel vorletzt und so erinnern. Aber da bin ich nicht näher dran und auch nicht emotional verbunden unter dem Club. Und von dort her ist schon klar, oder, dass das ist eine Art Schockerlebnis, was jetzt für den Großteil der Leute in Basel und um den Club und in dem Club passiert. Und es ist auch etwas, wo natürlich dann der Reflex, eben, da könnte man machen. Warum probieren wir das nicht? Warum soll nicht? Ich glaube, Aktionismus
ist auch nicht unbedingt ein guter Angeber. Ich glaube, das sehe ich auch nicht anders. Oder? Man muss wirklich sehr gut analysieren und dann sehr gezielt probieren, das Richtige zu machen in dieser Situation. Es ist schwierig, dass man nicht zu viel Neues probiert in so einer Situation. Ja, nicht zu viel. Ich denke, das Zusammenstellen von dieser technischen Kommission war doch irgendwie ein Weckruf gewesen. Ich denke, man wollte vielleicht die Verantwortung, die sportliche Verantwortung, auf mehr Schultern verteilen, weil man merkt, dass es ein Klumpenrisiko ist. Wenn vielleicht nur einer dort die Auswahl treffen tut, man hat gemerkt, man hat vielleicht dort einen falschen Entscheid getroffen. Vielleicht hat der Heiko Vogel zu viel Macht gehabt. Ab und zu ist es aber auch gut, wenn nur einer das auswählen kann. Wenn er eben die richtigen Leute auswählt und das richtige Konzept findet, dann läuft das in eine super Richtung. Das ist jetzt aber nicht der Fall. Es ist eben nicht der Fall. Und ich denke, man muss dem jetzt eine Rechnung tragen und man muss auch die Verantwortung übernehmen. Und der Heiko Vogel muss dementsprechend auch Konsequenzen ziehen. So wie er bei seinem Trainer, den er angestellt hatte, auch Konsequenzen gezogen hat. Er hat gesagt, es ist ein schwerer Entscheid. Es fällt dem Menschen schwer, das zu machen, aber aufgrund der Resultate, aufgrund der Entwicklung, sehr pragmatisch, hat er das auf eine Art gesagt. Und trotzdem, die menschliche Note nicht vergessen, hat er das gemacht. Jetzt muss die technische Kommission auch entscheiden, was mache ich mit dem Heiko Vogel. Und über das haben wir gerade, denke ich, diskutiert. Und es braucht jetzt sehr wahrscheinlich einfach einen neuen Input. Ob das der Trainerwechsel ist oder nicht, das liegt nicht in meiner Kompetenz, das zu beurteilen. Vorher wäre ja vor allem alles auf David Degen dann abgefärbt, wenn der Trainer entscheidet, Adi Heiko Vogel da gewesen wäre. Jetzt ist das auf mehr Schultern ausgelastet. Ich glaube, aus Sicht von der Öffentlichkeit stimmt die Aussage, die du machst. Der David Degen hat ja mehrfach betont, in der Vergangenheit auch, er hat vorher nicht selber entschieden. Genau, ja. Oder? Also, am Schluss entscheiden tun nach wie vor die das Geld in dem Club haben, die Aktien haben. Aber man hat jetzt mit der Sportkommission ein Gremium, das zu einem Vorschlag, so muss man sich das vorstellen, gerade jetzt zum Beispiel bei der Trainerfrage, die werden jetzt heute zusammengehockt sein oder hocken immer noch zusammen, rauchende Köpfe. Aber am Schluss kommt ein Vorschlag. Der Vorschlag heisst Heiko Vogel weg. Mhm. Oder der Vorschlag heisst, nein, die zwei Spiele geben wir noch. Schauen wir noch mal. Aber wenn der Besitzer, also wenn der David Degen zum Beispiel eine andere Meinung hat und die anderen drei Mitbesitzer auch, ja, dann werden sie trotzdem den Trainer wechseln. Natürlich wäre jetzt das nicht so schlau, wenn man extra Sportkommission macht und dann nicht auf den Vorschlag von denen hört. Weil dann heisst es wieder, ihr habt aber gesagt, dann geht das Schwarz-Peter-Spiel irgendwann wieder los. Oder? Ich gehe jetzt schon davon aus, dass das, was die Sportkommission in der Mehrheit dann befindet, dann auch das ist, was passiert oder nicht passiert. Das ist auch die Frage, ist das eine Pseudo-Kommission? Nein, das ist es nicht. Also, ich meine, in erster Linie hockt dort sportliche Kompetenz drin. Oder? Das sind alles Leute, die im Fußball daheim sind, mit Ausnahme von Andreas Rey, wo, denke ich, mehr so ein bisschen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen drin bringt, wenn es um kostspielige Sachen geht. Ich glaube jetzt nicht, dass er sagt, ja, aber der ist noch gut mit dem linken Fuß, den müssen wir holen, oder wenn es um Transfers beispielsweise geht. Aber die Kompetenz ist schon dort zusammengefasst. Jetzt kann man sich fragen, sind das ein bisschen viele Leute? Ist das genau die richtige Größe? Das ist wie du es auch sagst, oder? Wenn es einer macht oder wenn es sieben machen. Am Schluss die Qualität der Entscheidungen, wenn es richtig war, ist es richtig gewesen, und dann ist alles gut. Und wenn es falsch war, ist es falsch gewesen, und alles ist schlecht. Dann wird man auch das früher oder später wieder hinterfragen. Was macht denn die Sportkommission, die nützt? Oder? Stand jetzt ist sie frisch am Arbeiten. Und ich glaube, wie gross die Wirkung ist, die sie erzielt, das werden wir nicht heute und morgen sehen. Oder? Ja, du hast auch gesagt, es sind viele kompetente Leute sicher dort dabei, aus verschiedenen Positionen im Verein. Aber man hatte ja schon mal eine Sportkommission gehabt, dort hat man sie dann abgeschafft, jetzt hat man sie schon wieder. Da kann man dann auch sagen, sind es nicht vielleicht zu viele? Ich kann in beide Richtungen ein bisschen gehen. Nochmal. Ich denke, wir sind ein bisschen zu weit weg. Wenn du in so einer Situation bist, nach der letzten Saison, man fängt die neue Saison an, mit so viel Hoffnung, also mit so viel neuen Spielen, mit so viel Goodwill, mit so viel Erwartungshaltung. Und dann läuft alles schief. Ich habe das Gefühl, man wird dann ein bisschen überrollt. Ein bisschen und dann ein bisschen mehr. Und ich habe das Gefühl, man befindet sich wie in einer Sackgasse. Weil der Druck von außen wird immer grösser. Die Mannschaft, die steht.
Man hat jetzt den Trainer schon entlassen und jetzt ist der Heiko Vogel da. Und jetzt kommt immer das alte Sprichwort, oder? Der Trainer ist das schwächste Glied in dieser Kette. Aber wenn man etwas machen will, kann man nicht die Mannschaft auswechseln, sondern den Trainer. Und die Mannschaft, die ist jetzt einmal da. Und jetzt, es tut mir leid, man muss den Trainer auswechseln, damit man irgendwie etwas bewirken kann. Und dann kann man nachher dann wieder weiter schauen. Aber alles andere, denke ich, ist dann einfach auf die lange Bank geschoben. Und ob dann jemand dient ist, so weiterzufahren und wieder einen Nuller reinzuholen, vielleicht sogar im Cup auszuscheiden. Also, sich dieser Verantwortung bewusst sein und die Verantwortung übernehmen, das will ich momentan nicht. Wenn ich das stand, Oli. Also, was du noch, oder was glaube ich, noch wichtig ist, der Trainer ist eine Führungsperson, oder? Also, der hat Führungsverantwortung über die Mannschaft und ist der erste verantwortlich, wenn es um die Leistung auf dem Platz geht, sprich um das Resultat. Von dort her hat es auch eine gewisse Logik, dass man an dieser Schraube immer wieder dreht im Fußball, wenn es nicht läuft. Nebst dem, dass es eine Person oder vielleicht mit dem Staff zwei, drei Personen sind, die man wechseln muss. Und wie der Massimo ja richtig sagt, zum jetzigen Zeitpunkt eine Mannschaft nicht wechseln kann. So etwas kann man im Transferfenster allenfalls machen. Also zum Schutz, zum Schutz für den Trainer. Mm. Die Mannschaft, die Spieler sind auch in der Verantwortung. Selbstverständlich. Die müssen jetzt endlich einmal gehen. Sorry, also, du hast etwas angesprochen. Wir früher in der Nazi B und das sind noch andere Verhältnisse. Aber die müssen jetzt auch ein bisschen Gas geben. Sorry, ich habe die gesehen, Fußball spielen. Die haben einen Lohn, die werden fürstlich bezahlt. Die sollen jetzt mal auf dem Platz zeigen, dass sie für Rot-Blau gehen. Und das vermisse ich. Doch, und das wenig bis gar nicht. Dort ist auch noch mal etwas gefragt. Bei denen muss es anfangen und dann hat es der Trainer auch einfacher. Und wenn wir vorher eine Taktikanalyse gesehen haben, zu weit auseinanderstehen, nicht nah genug beim Mann, geht ja das je nachdem ein bisschen dirty. Ja, wenn du nicht richtig säcklisch bist, auch immer zu spät und hat es Löcher. Oder? Also es ist grundsätzlich auch Qualität und Einstellung sozusagen. Hey, danke vielmals, sind ihr da gewesen. Die Zeit ist leider schon um. Ob der FCB das alles umsetzen kann, das werden wir am Mittwoch im Göpp gegen Kriez sehen, wo stand jetzt der Heiko Vogel noch Trainer wird sein und dann geht es weiter am Sonntag gegen Yvodon und über die beiden Matches. Und das Neueste rund um Rot-Blau reden wir dann am nächsten Montag wieder.